Die österreichische Radsportlerin Nathalie Birli wurde entführt und stundenlang gefangen gehalten. Ein geistig verwirrter Mann hatte die 27-Jährige nach eigener Aussage absichtlich angefahren, dann entführt und gefoltert. Birli erzählte jetzt der Kronenzeitung, sie sei nackt und gefesselt gewesen, als sie wieder zu sich kam. Immer wieder habe der Mann versucht, sie umzubringen, dann aber das Unglaubliche, sie habe es geschafft, ihm die Tat auszureden. Gegen 23.50 Uhr hat dann die Polizei die Information erhalten, dass die Abgängige, die 27-Jährige, von einem unbekannten Mann zu ihrem Wohnhaus gebracht worden sei. Und auch das Fahrrad wurde von diesem unbekannten Mann mitgebracht. Bis auf einen gebrochenen Arm und eine Kopfverletzung geht es der Radsportlerin den Umständen entsprechend gut.